Heute nehme ich euch mit auf eine Reise ins Eichsfeld. Und zwar werden wir zusammen den Koi-Händler Koi-Teichland besuchen. Moin Moin Leute und herzlich willkommen bei Teich und Garten for You, eurem YouTube Koi-Blog. Ihr seht schon, ich bin mal wieder unterwegs und zwar nehme ich euch heute mit ins Eichsfeld. Und zwar ganz genau genommen nach Heilbad Heiligenstadt. Das liegt direkt an der A38. Ihr müsst einfach A7 Dreieck Drammetal abfahren und dann kommt ihr hier zum Koi-Teichland. Das Koi-Teichland wird betrieben von Kai Lorenz und zwar hat er sich entschieden, seit 2005 Kois zu verkaufen und im Jahre 2014 wurde eine große Halle gebaut, um das Ganze noch ein wenig weiter zu professionalisieren. Und ihr seht schon, sehr geräumig hier drin. Das ist hier der Eingangsbereich. Hier gibt es auch gleich ein kleines Becken. Da sind zum Beispiel Shiro und Zuri drin und ein paar andere kleinere Fische. Da steht auch gleich, was die kosten sollen. Dann gibt es hier auch einen Bereich mit weiteren kleineren Fischen. Ich sag mal, das ist so wie überall, das ist für das kleinere Budget. Hier Yamazaki, sehr bekannt für Fische im Budgetbereich. Und hier noch ein paar andere. Und hier gibt es auch ein paar Aquarien, gibt es auch ein bisschen Aquarienfische. Aber das ist nicht der Hauptpart hier von Kai Lorenz. Nein, hier hat man sich auf Koi spezialisiert. Unter anderem auch auf Koi-Teichbau und auch Garten- und Landschaftsbau. Das macht Kai Lorenz auch. Und hier gut sortiertes Sortiment. Zum Beispiel hier die Koi-Bowls. Gleich mit Preis. Saito-Koi-Futter. Auch das bekommt er hier. Und auch Kesha, Hikari, Hikari in aller Munde. Ich sehe das mittlerweile überall. Jeder Koi-Händler führt mittlerweile Hikari. Hier gibt es auch Belüfterschläuche. Das heißt, wenn ihr zu Hause ein bisschen basteln wollt, mal eine Pumpe braucht, eine Belüfterpumpe, einen Schlauch, dann werdet ihr hier fündig. Ihr seht schon, links ist der große Showpond und dann beginnen hier mehrere Ponds, die sich hier nach rechts in den hinteren Teil der Halle ausbreiten. Man geht dann hier durch so eine kleine Abtrennung. Und dann kann man nochmal links rüberblicken. Und dann geht es hier rechts auf einem langen Steg bis ganz nach hinten in die Halle. Es gibt übrigens 14 Becken in dieser Halle, die hier 2014 errichtet wurde. Und insgesamt werden hier 178.000 Liter Wasser gefiltert und mit Kois befüllt, so dass die Kois auch ordentlich Platz haben. Kai Lorenz fährt übrigens auch jedes Jahr rüber nach Japan, wo er die Fische selbst selektiert. Es gibt auch einige Kunden, die ihn ab und an begleiten, die auch hier ihre Fische noch ein bisschen schwimmen haben, bevor sie sie dann mit nach Hause nehmen. Also wenn ihr einen besonderen Wunsch habt, könnt ihr den auch direkt äußern und Kai Lorenz wird versuchen, euch euren Wunschkoi mit nach Deutschland zu bringen. Kai Lorenz ist auch übrigens mit Harald Bachmann unterwegs in Japan. Also ihr könnt euch sicher sein, es wird dafür gesorgt, dass hier nur das Beste bei euch in den Teich kommt. Draußen gibt es übrigens noch ein paar Pflanzen. Ihr könnt auch, ich sag mal, Zierpflanzen, Rhododendron, ein paar Ziergehölze, ein bisschen japanischen Ahorn hier kaufen. Das ist nur eine kleine Auswahl. Die Saison startet hier gerade erst, was die Pflanzen angeht. Hier indoor gibt es solche riesigen Bambus. Das finde ich auch echt witzig, habe ich auch so noch nie gesehen. Und falls ihr hier mal einbrechen wollt, dann müsst ihr euch nicht wundern, wenn euch diese zwei Kollegen hier ordentlich in die Waden beißen. Und was gibt's noch Besonderes? Ihr könnt euch euer Futter hier abwiegen lassen, wenn ihr nur eine kleine Menge braucht. Das finde ich auch ganz cool. Und hier sehen wir nochmal ein paar Fische hier. Misuo Ogron, die gibt's hier auch. Finde ich auch ganz nett anzuschauen. Hier ein paar Deutsch Sanke. Deutsch Showa. Hier nochmal die Ogons. Da ein schöner Ginrin. Ihr findet hier Fische jeder Preisklasse. Und zum Beispiel auch hier diese Goshkis. Und ein paar Kiotsuri sehe ich dann noch. Und die Fische sind hier auch an die Wand getackert. Das heißt, wenn ihr wissen wollt, wie viel die kosten, dann sind die Fische hier mit Preis ausgelegt, ausgeschildert.
ausplakatiert. Ihr könnt also gleich gucken, was die Fische kosten sollen. Ja! Und wie es sich für jeden gut sortierten Koi-Händler gehört, gibt es hier natürlich auch für jedes Becken extra Kescher und Rundbowls sowie Hälterungsnetze, so dass man halt nach Möglichkeit die Fische von verschiedenen Züchtern hier auch erstmal separieren kann und auch hier nichts vermischt, dass es da keine Probleme halt gibt für die Gesundheit der Tiere. So, und dann war auch tatsächlich an diesem Tag ein Kunde da, der mit in Japan war und heute seine Fische mitnehmen wollte. Das bedeutete, erst einmal mussten diese gefangen werden und die Fische wurden dann auch noch vermessen. Das sehen wir jetzt hier. Hier wird der Fisch umgesetzt aus dem Becken, aus der Bowl in eine Messwanne. Und dann wurde nochmal nachgeschaut, wie groß der Fisch ist und dann für den Kunden halt zusammengestellt. Das Ganze wurde ein paar Mal öfter gemacht. Der Kunde hatte sich tatsächlich etliche Fische in Japan ausgesucht und der Kai Lorenz hat sie halt für ihn hier in Koi-Teichland durch die Quarantäne gebracht, hat die Fische halt getestet und geprüft auf Herz und Nieren sozusagen, auf die altbekannten Krankheiten KV, CEV, so dass der Kunde auch sicher gehen kann, dass die Fische gesund bei ihm zu Hause dann ankommen und ja keine Gefahr läuft, hier sich irgendwas einzuschleppen. Dieser Kollege hier, den finde ich übrigens besonders schön. Ich habe die Varietät gerade nicht im Kopf. Ein sehr, sehr schöner Fisch. Der Schwarz kommt richtig gut raus. Und da waren schon drei. Ein Goshki, ein Ginrin Tancho und tatsächlich kamen dann noch drei dazu. Weil ein Koi ist ja bekanntlich nicht genug, zwei auch nicht. Also nimmt man gleich ein paar mehr mit. So, die Fische wurden dann aus dem Bereich der Becken erstmal abtransportiert. Das passiert hier mit so einem kleinen Schubwagen, einem kleinen Hubwagen. Und der Kunde war natürlich immer live mit dabei. So, dann wurden die Fische eingetütet. Es handelt sich hier übrigens um Kundschaft aus dem näheren Umfeld. Das heißt, die Kunden wohnen ganz in der Nähe vom Koi-Teichland. Dementsprechend kann man hier ruhig ein bisschen großzügiger die Tüten bestücken mit den Fischen. Hier gleich vier Stück. Das macht den Fischen auch überhaupt nichts aus. Wie ich das ja auch schon öfter gezeigt habe, kommen die Fische in einen Karton, wo eine zweite Tüte schon auf sie wartet und werden dann erstmal mit Sauerstoff versorgt. Und auch wenn da vier Fische drin sind, das reicht auf jeden Fall eine ganze Weile, dieser Sauerstoff. Da muss man sich überhaupt keinen Kopf machen. Und das Ganze wird dann halt mit einem Gummi verschlossen, nachdem die Tüte verdreht wurde. Ja, und dann durften die Fische endlich die Quarantäne verlassen. Richtung ihrer neuen Heimat, Richtung des Teiches des Kunden. Hier wird übrigens über Markoi Trommelfilter gefiltert. Hier seht ihr die Steuerung dieser Filter, die Markoi Trommelfilter, auch sehr bekannt, haben eine sehr gute Steuerung. Die ist, glaube ich, sogar SPS-fähig. Machen auf jeden Fall auch einen guten Eindruck, diese Markoi Trommelfilter. Habe ich auch schon an einem privaten Teich gesehen. Und ich würde einfach mal sagen, das soll es gewesen sein. Koi-Teichland. Direkt in Heilbad-Heiligenstadt. Wenn euch das gefallen hat, gebt mir doch vielleicht ein Like. Und wenn ihr Lust habt, dürft ihr meinen Kanal abonnieren. Dann bleibt ihr immer auf dem aktuellen Stand. Für alle, die wieder eingeschaltet haben, vielen, vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Ich finde es echt cool, dass ihr meinen Kanal abonniert habt und dass ihr mich unterstützt, sodass ich hier weiter solche Videos machen kann. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal. Ciao!